Ja, was soll ich sagen? Ihr habt wahrscheinlich mitgekriegt, dass nach wie vor unregelmäßig von mir Videos kommen. Und das hat auch so seine Gründe. Ich habe auf meinem Kanal unter dem Community-Tab schon so einiges gepostet, was vielen gar nicht aufgefallen ist. Und ich möchte euch bitten, einmal auf meinen Kanal zu gehen. Da gibt es verschiedene Abteilungen. Das mit Videos und Playlists kennen ja die meisten. Oder Kanalinfo. Und da befindet sich auch ein Bereich Community. Da könnt ihr mal reingehen und lesen. Ja, ich habe keine Lust, zu diesem Thema weiter irgendwie Videos zu machen. Ich möchte mich um Schöne kümmern. Aber derzeit ist nach wie vor kein Wirken in Sicht hier. Ich wollte jetzt heute, aber ich muss sagen, sah nicht so gut aus, als ich herkam. Dennoch, ich durfte gerade ein paar Himbeeren naschen und freue mich darüber, weil die waren echt richtig lecker. Und damit habe ich gar nicht gerechnet. Die kleine Überraschung im Garten. Ja. Ich bin nicht so wie sonst. Es fällt mir schwer, ein Video zu drehen. Ich habe mich da ja schon zu geäußert. Und jetzt bin ich auf einem kurzen Garten. Ich will jetzt keinen Gartenrundgang machen im Großen. Ich zeige euch noch ein bisschen was und einen Überblick, aber ich werde irgendwann mal wieder bei Null anfangen, gefühlt. Weiß nicht, was hier los war. Ich bin rumgegangen. Wundert mich schon, dass die Sachen alle überall rumliegen und Sachen umgestoßen sind, die ich stabilisiert habe. Das ist schon ein bisschen frustrierend. Ich kann jetzt letztendlich nicht sagen, ob es am Sturm liegt, Stürmen, die wir hatten, aber ich habe so viele Stürme gut überlebt hier und es fällt schon auf, dass gewisse Sachen richtig umgeschmissen sind. Das ist ein bisschen komisch. Dennoch, ja, war es eine höhere Macht, unerklärlicherweise. Ich weiß nicht, woran es liegt. Die Sonnenblume geht bis hier. Hier auch alles versperrt. Man sieht richtig, wie so Sachen umgekippt sind. Das kann durchaus eine Katze gewesen sein, die sich daran erfreut hat, hier rumzutoren. Ja, egal. Nimm, wie es kommt. Also, gerade im Moment keine Videos. Ich würde euch so gerne mitnehmen bei allem, was ich hier tue, aber ich tue ja gerade nichts. Nicht so viel. Ja, also nach dem letzten Video, ich hatte Livestreams, die wurden sich auch kaum angeschaut, da habe ich mich auch geäußert. Ich glaube, das geht an vielen vorbei, weil ihr halt eben eher das Interesse an den Videos habt. Kann ich verstehen. Für meine Wenigkeit, um auch, ich sag mal, so kommunikativ wie möglich zu bleiben, ist das so eine Sache, das schaffe ich nicht über Videos, weil es kostet mich sehr viel Überwindung, allein dieses Video hier zu drehen, an den Punkt zu kommen. Und ich musste schon deutlich aufwühlende Videos drehen, für mich aufwühlend, für euch nicht so schön, wo ich dann kundtue, was los ist. Und es ist bekannt, gerade dieses Jahr, ich brauche Unterstützung und guckt da bitte in den Community-Tab, warum das so ist. Ich werde mich weiter nicht zu äußern, wenn irgendwer quertreibt unter den Videos, werde ich sperren auf dem Kanal, so wie ich das immer mache. Grenzüberschreitung, das ist nicht okay. Ich suche auch keine Tipps oder Ratschläge. Meine Situation ist bekannt. Und ja, unter meinen Videos ist es jedes Mal zu sehen und auch natürlich jetzt unter dem Community-Tab wieder ein Aufruf. Ja, die Dinge sind, wie sie sind und ich hoffe, dass ich hier bald wieder ein bisschen senden darf. Das wäre schön. Aber dafür brauche ich erstmal also noch privater als hier, eine Situation, die so stabil ist, dass ich das kann. Und ja, ich war eigentlich ganz frohen Mutes, heute ein bisschen was zu machen, aber der Tag sollte nicht so sein, der war für was anderes bestimmt. Daher ist es jetzt, wie es ist. Ja, bitte schaut den Community-Tab. Ganz aktuell vom 23. Danke fürs Zusehen. Ich melde mich bald wieder. Bis dann. Danke.